die in Europa, die haben auch bei mir manche eine kleine Flotte und vielleicht schicken die auch ein paar Truppen zumindest. Weil auch wenn es nur zwei Truppen sind, die können trotzdem belagern. Und das wird die Hauptaufgabe sein. So, vielleicht sollte ich noch probieren, mit Russland irgendwie gute Beziehungen aufzubauen. Staatshochzeit oder so. Weil einfach damit uns die nicht angreifen währenddessen. Okay, ich schicke jetzt meine dritte Armee los. Ja, ich muss noch ewig warten. 500. Ja, sonst notfalls, wir werden eh in Europa auch Verteidigung brauchen. Notfalls schick einfach ich so gut wie alle Armeen, die ich habe, rüber und du verteidigst mein Land einfach mit währenddessen. Ja, du hast ja nur drei Provinzen, die sie grundsätzlich angreifen können, wo sie grundsätzlich gegenüberstehen würden. Ah ja, aber da sie eindeutig Flottenüberlegenheit haben mit Großbritannien und Spanien, an der gesamten Küstenlinie, und das ist bei Italien nicht gerade wenig, auch landen eben. Von dem her. Gut, meine drei Armeen sind drüben, ich schicke meine Flotte nach Hause. Tja. Peace und sowas in Zimbabwe. Was? Hier geht's auch um alles gerade, oder? Wow, und wie schaffen wir nachher Russland? Ja, Russland wird, wow, die sind noch immer so fett. Ja eben, die sind, weil eben ich die Revolten auf praktisch null gesetzt habe, wenn sie nicht irgendeinen Ultrakrieg haben oder so, haben sie keine Revolten. Sie müssen einfach den Ruf extrem überschreiten. Ja. Also wir können eigentlich nur hoffen, dass Russland China zum Beispiel annektiert. Weil das würde uns vielleicht... Hey, die erste kleine Nation ist von Frankreich abgebrochen, nämlich Alsace. Ja, spricht man sicher so. Und Bourbonnais. Bourbonnais. Ah, sehr schön, Frankreich zerfällt. Das ist das Beste, was uns... Ja, warten wir einfach so lange, bis Frankreich im Prinzip zerfallen ist und du deine Truppen drüben hast. Ja. Was ja noch ein bisschen dauern könnte, vielleicht. Dann gibt es den Vernichtungskrieg. Resumes. Ja. So, ich habe jetzt auch meinen König in einer Armee dort drüben getan. Also wenn wir dort voll und ganz verlieren, dann ist auch mein König weg. Ja, wir sollten, also in 30 Tagen sowas, sollten meine ersten Flotten wieder bereit sein. Okay. Währenddessen können wir noch lustig zuschauen, wie Frankreich mehr und mehr zerfällt. Aber bei den USA ist leider noch kein einziges Stück abgebrochen, also bei ihrem Hauptgebiet. Oh. Hm? Oh, das ist ja traurig. Was denn? Ja, dass noch nichts aufgefallen ist. Achso, ja, ist traurig. Wäre eine große Hilfe für uns, wenn es so wäre. Aber naja. Okay, Mexiko ruft mich zu Hilfe gegen die USA. Wirklich? Ja. Okay, ich würde 5 Stabilität allerdings verlieren, weil ich Militärzugang habe. Ja, dann beende den kurz. Ja, klar. Wenn ich jetzt Escape drücke, ist, glaube ich, das automatisch abgelehnt. Ich kann es nicht speichern vorher. Kannst du noch kurz speichern? Ja, kann ich machen. Weil ich weiß nicht, ob das Spiel jetzt checkt, dass ich den Militärzugang abgebrochen habe und mir deswegen die Stabilität nicht kostet. Vielleicht kostet es die Stabilität doch. Und weil es dann ein Spielfehler ist, glaube ich, ist es legal, das dann rückgängig zu machen. Ist gespeichert. Gut, dann nehme ich es an. Gut. Gut. Gut, meine ich natürlich. So, Krieg mit den USA hat begonnen für mich. Ich stelle mal eins langsamer, weil das wird sehr mikrointensiv. Mikrointensiv, was? Micromanagement. Great, 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 great.
Kann ich dich zu den Waffen rufen? Nein, ich kann dich nicht zu den Waffen rufen. Wieso nicht? Naja, weil ich nicht der Anführer bin. Ja, soll ich da mitziehen jetzt? Ich könnte trotzdem Krieg erklären. Ja, mach. Allianz oder? Ich sollte eigentlich Dishonorable. Ja, dann werde ich mit meinen 8 Leuten Krieg ziehen. Los. Und auf jeden Fall drücken, dass alle einsteigen müssen. Hast du das eh gemacht? Nee. Verdammt. Ja, ich muss jetzt. Oh, toll. Dann mach es jetzt noch. Ja. Ruf zu den Waffen. Okay, meine Flotte kämpft schon das erste Mal gegen die spanische Flotte. Und da bin ich eindeutig unterlegen, glaube ich. Ich habe zwar mehr Schiffe, aber die sind wesentlich schlechter. Damit zahle ich auch besser wieder Maximum. Portugal wird angegriffen. Okay, also bei mir ist jetzt noch gar nichts zur Zeit. Das Dumme für mich ist jetzt natürlich gerade, dass jederzeit theoretisch die USA, also Mexiko mit den USA Frieden schließen könnte. Und dann ist es für mich im Prinzip vorbei. Weil ich kann dann eben nichts mehr tun. Warte mal, Kanada, a call to arms. Okay, Kanada ist jetzt mit mir in den Krieg eingestiegen gegen die USA. Sehr gut. Heißt das eigentlich, wenn die dann was für mich erobern, dann gehört es mir oder so? Ja, also notfalls kannst du jetzt dann auf jeden Fall du New York nehmen. Und da jetzt Mexiko und Kanada mithelfen, glaube ich, dass wir das schaffen. Ja, ich glaube sogar, dass das ziemlich schnell gehen wird. Weil die USA sind schließlich die Kriegsleiter bei mir. Ja, aber andererseits ziemlich schnell würde ich dann doch nicht annehmen, weil sie einfach so groß sind und wir so viel besetzen müssen, sicher, ja, bis uns die eine einzige Provinz geben würden. Ich aber weiß ja gar nicht, was dazu den USA gehört und was nicht. Staatshochzeit von kleinen Staaten, die in Frankreich weggebrochen sind. Burgund. Okay, Kanada hat auch zumindest 15 Truppen, was ich jetzt gesehen habe, mit denen sie uns helfen können. Also. Okay. Ein bisschen was. Okay, Deutschland wird echt gerade vernichtet, das ist nicht mehr schön. Deutschland, die USA. Ah, du marschierst in Frankreich auch ein, das habe ich jetzt schon fast vergessen, dass ich das auch tun sollte. Ja, nee, die können echt nichts mehr tun, die haben hier überall Truppen stehen. Okay, stimmt, eigentlich ist das gar nicht mehr nötig, dass ich einmarschiere. Hey, die Seeschlacht habe ich anscheinend sogar gewonnen. Sehr schön. Okay, soll ich es wagen, einen schneller zu stellen? Ja. Bei mir wird nichts mehr passieren jetzt. Wir übernehmen hier wirklich gerade die USA. Ja. Verdammt. Verdammt cool. Ja. Gut, wenn wir das eine Ziel geschafft haben, dann bleibt uns nur noch... Obwohl, wir müssen eine starke Verteidigungsarmee in Amerika lassen. Ja. Die Manhattan dann wenigstens besetzt. Wow. Ich schicke jetzt schon die ersten Truppen in ihre Hauptstadt. Ist gut. Und mit einer zweiten Armee gehe ich in Richtung Manhattan. Ich habe schon den ersten Teil von Amerika erobert. Obwohl, warte, übernimm lieber du Manhattan, weil du ja auch den Frieden schließen kannst. Okay. Und ich kümmere mich ein bisschen um die Gebiete drunter und ihre Hauptstadt und so. Ist Manhattan nicht ihre Hauptstadt?
Nein, das ist Conoy mit Washington, nehme ich mal an. Ah, ja. Es wäre schön, wenn du mich irgendwie vor den Rebellen hier schützen könntest. Ich kann nämlich gar nichts tun mit den 7 Leuten außer erobern. Ah ja, ja, schick sie mal vielleicht nicht gegen 17 Rebellen gleich. Ja, aber ach du Scheiße, wo sind wir? Okay, ich schicke eine von meinen Armeen in Richtung Manhattan los. Ja. Das sind meine einzigen Leute, das wäre echt mies, wenn die jetzt abbrechen würden. Ja, will. Dann flieh. Okay. Ich lasse den Connecticut stehen. Okay. Wow, Italien und Deutschland landen in den USA mit Unterstützung von Kanada und Mexiko. Das ist so historisch. Oh Gott, wenn ich durch ihr Gebiet durchmarschiere, habe ich so die Abnutzung und Verluste, dass ich kaum glaube, dass ich die Rebellen da besiegen kann. Wir starten hier für den gesamten Krieg irgendwie. Was meinst du? Ja, schau dir mal Europa an. Wow, Frankreich wird überrannt. Ja. Obwohl spanische Truppen. Ja, die haben gerade versucht, alles zurückzuholen. Oder versuchen es gerade. Metz. Ja, wer von uns wird denn jetzt... Ich weiß nicht, ob es klüger ist. Wenn ich nämlich Manhattan übernehme und sie sollten es wirklich... Also Mexiko schließt wirklich einen dummen Frieden. Ja. Dann kannst immer noch recht schnell du es wieder übernehmen. Oh Gott, 25 Truppen von den USA. Wo? In Ohio derzeit. Ah ja. Oh Scheiße. Ja. Ganz genau, das denke ich mir auch gerade. Ich ziehe meine Truppen nach Conoy zusammen. Also ist gut. Ihre Hauptstadt. Nee, es soll so gehen. So. Okay, ist anscheinend schon zu spät. It's too late. Scheiße. Stabilität kann ich jetzt gerade auch wirklich nicht verlieren. Hey, Manhattan ist frei, lauf rein. Wirklich, soll ich? Ich habe nämlich Connecticut schon so 40%. Ah nein, Manhattan ist nicht frei, ich habe es nur nicht gesehen, dass da Rebellen waren. Unlogisch. Ich habe es auch nicht gesehen gehabt. Wenn die Rebellen jetzt eigentlich zu dem Kampf mit dir in den USA laufen würden, würden die dann dich attackieren oder sie die würden USA? Alle attackieren. Oh, okay. Ah, oh, bitte, bitte, bitte gib nicht auf, du kleine Armee, und warte noch ganz kurz, bis die große Verstärkung ankommt. Komm, 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 komm. Ja. Gut, und die erste größere Schlacht gegen die USA scheint siegreich zu verlaufen. Wie organisieren wir das nachher, dass wir die USA, also New York, verteidigen? Sollen wir es versuchen, mit einfach dort ganz viele Truppen stehen lassen oder mit großer Flotte und falls es angegriffen wird, Truppen rüberschicken? Wenn man was erobert hat, so ein Gebiet, kann man dann da drin Söldner kaufen? Ich glaube schon. Oh, nee, warte, you can only hire mercenaries at your own continent. Ach du Scheiße. Okay. Na toll. Und mit den Schiffen können wir eigentlich jetzt auch nichts mehr rüberschieben, weil... Nein, mit England und Spanien. Ja. Hey, Spanien macht gerade eine Invasion gegen mich. Und ich habe die erste große Armee der USA besiegen können. Dann werde ich jetzt versuchen, ihre andere Armee noch zu vernichten. Obwohl, das ist gebirgiges Terrain. Hm.
Terrain. Terrain. Aber jetzt, dass das auch schon zu spät ist, muss ich einfach. Oh Gott, minus 4 Kampfabzüge. Das ist schmerzhaft. Ja, ich habe Connecticut gleich erobert, wenn es so weitergeht. Okay. Ich habe in Europa eine spanische Armee geschlagen. Ja, sobald ich Connoy habe, ich glaube, die Hauptstadt bringt schon einen gewaltigen Kampf, also halt Kriegsstatistik-Vorteil. wenn ich dann einfach reinlaufe nach Manhattan und stürme. Oh nein, Connoy. Connoy ist wieder verloren. Und meine Truppen gehen auch gerade alle drauf. Und ihre Truppen bekommen gleich Verstärkung. Oh Gott. Okay, ich habe Connecticut erobert. Connecticut. Connecticut. Oh, okay, die Spanier kommen jetzt auch rauf mit ihrer Verteidigungsarmee. Aber die ist schon ziemlich dezimiert. Ja, aber ich verliere es. Ah, ich muss mich jetzt aus einer Schlacht zurückziehen. Ich hoffe nicht, dass ich... Oh Gott, nein, ich verliere gleich meine ganze Armee. Und zwar... Nein, warte noch nicht. Okay, gut. Aber gleich. Nee. Bitte, dass das doch eben... Oh, scheiße, da kommen ja noch 10 Leute. Da kommen massenhaft Leute. Um genau zu sein. Ach, und jetzt, weil ich... Ich muss langsamer stellen. Ich habe jetzt in Europa gerade schauen müssen, wie es mit der Flotte läuft. Jetzt habe ich hier nicht schauen können. Jetzt habe ich die Armee nicht richtig zurückgezogen. Jetzt laufen die irgendwo hin. Na, ich war so kurz davor, ihre Hauptstadt zu haben. Und ich kann mich auch nicht mehr zurückziehen. Oh. Kanada macht auch nicht wirklich was. Sie haben jetzt 2 Provinzen erobert. Ja. Ich habe erst 2% von der Kriegsstatistik da. Oh Gott. Wie viel hast du? Auch 3, glaube ich. Wow. Ja, sieh dir mal Europa an, das hat alles so eine kleine Mistprovinz gemacht. Nennen sie nicht Mistprovinz, sie helfen uns gerade sehr. Gut, ich werde jetzt gerade mal eher ein bisschen defensiver vorgehen in den USA. Weil sie einfach armeemäßig eine ziemliche Überzahl haben. Ich schaue noch, ob ich irgendwie zu einer Waffe rufen kann. Na, ich kann gar niemanden zu den Waffen rufen, das ist blöd. Na, unser Angriff war vielleicht doch ein bisschen verfrüht. Ein bisschen. Lyonnais. Wieso habe ich so wenig Supply Limit oder Support Limit oder wie immer man den Müll auch nennt? Ich frage mich ja, wieso ich von Kanada nicht die Provinzen bekomme. Ja, weil sie nicht dein Vassal sind, sondern dein Verbündeter. Ach so, okay. Also auf gar keinen Fall darf Kanada jetzt nach Manhattan marschieren. Stehen dort eigentlich noch Rebellen, siehst du das?
Ja, 17.000. Die rennen die ganze Zeit schon nach Unami irgendwie. Okay. Oh, ja, jetzt. Okay, die waren dann immer, die patrouillieren hier zwischen Unami und Manhattan. Okay. Manhattan ist auch noch ein Handelszentrum. Die werden so viel, wir brauchen so viel Kriegskorps, damit die uns Manhattan geben. Österreich erobert viel für dich. Unten. Ah ja. Sogar eine Menge. Sehr schön. So, bleib 5, bleib 7, 2, 3, 4. Okay, die britische Flotte misst sich immer wieder mit mir, mit meiner Flotte eben. Ich weiß nicht, soll ich da die gelbe Provinz da, die das Alsack, soll ich den Krieg erklären? Weil die machen eigentlich nichts und nehmen nur die Provinzen weg. Die werden irgendwann Frieden schließen, lass sie noch. Okay. Ja, aber dann werden sie Teile von mir nehmen, eigentlich. Von, naja, aber später kannst du sie nehmen, ohne dass du Krieg mit den USA und allem hast. Das könnte ich aber jetzt auch machen, die haben nur zwei Provinzen und keine Soldaten. Okay. Ja, aber du musst alle Provinzen, die sie besetzt haben, auch zurückerobern. Wirklich? Ja. Oh. So, soll ich versuchen, ihre Hauptstadt zu erstürmen? Auch wenn ich immer der bin, der gegen Stürmen ist. Manhattan jetzt. Nein, Konoi, ihre Hauptstadt, um mal meinen Kriegskorps ein bisschen zu heben. Ach so. Und dann marschiere ich hoch nach Manhattan von dort aus. Ja, kannst du machen. Ja, ich versuch's. So. Ich mach das immer nur so ungern. Aber jetzt gerade je früher ich von der südlichen Front wieder weggehen darf, desto glücklicher. Okay, besonders viel haben sie nicht Schaden gemacht, meine Leute, jetzt leider. Aber du hast doch nicht viele verloren. Verloren? Verloren. Okay, Massachusetts bringt es gar nichts, wenn ich meine 8000 Leute drinstehen lasse. Die haben genau gar nichts zu tun. Aber sie belagern es, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Die haben es nicht belagert, das hat nichts gebracht. Aha. Die waren jetzt sicher 3 Monate lang bei 0%. Gut, Mexiko übernimmt aber auch die ersten Teile vom amerikanischen Gebiet. Die gehen nach Provence. Auf. Huh.